Detector online. Sensors online. Weapons online. All systems Moinsen und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Mal eben. So, schon besser. Ich bin unterwegs im Warsaw Edda, gefühlt quasi Hero Edda, weil das hat auch einen Eigennamen gekriegt, das Ding und so. Der ist die Edda Warthog Loyalty Variante, wollte gerade Legendary sagen, was hier aber gelogen wäre, denn es ist kein Legendary. Das Ding gab's gratis Ende letzten Jahres, wie so üblich einer von den Loyalty Max, wenn man irgendeine Voraussetzung erfüllt hat, gab's ihn kostenlos und wie Ende Jahres irgendwelche Max für irgendwas, Siebels, Mac Credits spielen, irgendwelche Mac Pakete kauft. Ihr kennt das ganze Prozedere. Und irgendwann gibt's die Dinger normalerweise auch für Siebels. Wenn ihr den Bild also nachmachen wollt, aber noch gar nicht den passenden Mac habt, null Problemo. Da wird es irgendwann Abhilfe seitens PGI geben. Also alles cool. Und ja, was hat dieses Ding verbaut, fragt ihr euch. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr es längst gesehen. Es sei denn, ihr hört nur zu, guckt so auf das, was sich bewegt vielleicht und nicht auf dem Bild. Es sind 14 Clan AP Gauss, also 14 mal 0,5 Tonnen, die alle 2 Sekunden schießen und 2 Schaden machen. AK 28 Damage mit Skills, alle 1,7 Sekunden, also etwas oder 1,8. Also tendenziell viel Sex-Appeal, wenn man hier gutes Positioning irgendwie rausholen kann. Ist ja immer schwierig in so einer dynamischen Schlacht, dass man das auch safe kriegt. Also bei mir zumindest, weil ich bin viel zu oft zu offensiv und ungeduldig und gehe zum Gegner hin. Und bin dann in einer Situation, wo mich der Gegner zerschießt. Was für mich grundlegend problematisch sein könnte, je nach Mech. In so einer Kingcrab ist es oftmals noch okay. Es sei denn, man springt alleine in so eine 6er-Gruppe Gegner, dann ist es da auch wieder... Ja, nicht so einfach. Ja, das ist auf jeden Fall der Clan-Mech, der die meisten von den Dingern schieben kann, ohne dass er auch irgendwie Verschwendung wäre. Und dann machen wir jetzt mit Klonk. Klonk. Bye bye. Rip Dude. Oder Duderina. Weiß ja nicht, was da drin saß. Aha, angerapscht. Ja, ich bin hier der Damage-Dealer, Leute. Nee, diesmal nicht. Den habe ich noch nicht... Ey! Den habe ich noch nicht angekrabbelt. Mit meinen APs... Oh, jetzt hagelt's aber hier, LRM. Raus aus der Reichweite der UAV und ziehen. Klatsch! Bye-bye, UAV! Also, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, wenn man sich gut zurückhalten kann, geht das Ding eigentlich ganz gut klar. Batz. Aber ist auch immer ein bisschen schwierig, da tatsächlich immer das Richtige zu lesen. Im Verlauf der Schlacht so. So wie die Shadowcat, die sich gerade ärgert, weil er da unten hingegangen ist. Oha, und jetzt ist er tot gegangen. Wow! Das war unschön. Bei den Direwolf. And coming from behind, from Tira. Da. Oh, ein bisschen verschluckt, aber die Native English, die wissen ja, dass hier das gemeint ist. Wenn der mal alleine rumstehen würde, ne? So, dann kriegen wir hier mal von der Seite ein bisschen. Aha. Oh, mein Bein. Warum ist das denn so? Was soll das? Macht doch nicht so. Nee. Ja. Da ist einer neben mir, der es gerade ein bisschen offensiver nimmt. Mit Laserbeam. Mit Beamlasern. Sie schießen mir zu viel in unsere Richtung. Boah, Schnuffel hat Schmiede, haben wir erledigt. Ach, Jager. Oh, oh. Und Rip Jager? Nein. Ich muss mich aber zurückziehen, weil sonst Rip Mangeras. Shit, der ist ja nicht schnell genug rückwärts gelaufen für meinen Shot. Das gefällt mir gar nicht, all diese Explosionen. Oh Mann, es ist mir auch einfach kein Kill vergönnt mit diesem Mac, ne? Bin ich vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu forscht, zu offensiv. Hallo.
Den ja. Und wieder nicht. Weißt du, kurz bevor der Killshot gegeben wird. Na warte. Du kleiner Scheißer. Hör auf wegzurennen. Der Lörmer und hier rechts war irgendwo noch ein Assault, glaube ich. Ach nee, der ist gefallen, der Assault. Ein Archer. Brrr. Oh, okay. Gut. Well played, liebes Team. Also wir hatten Glück, dass der Gegner, nachdem er uns in der Mitte gepusht hat, tatsächlich nicht mehr so drauf geachtet hat, von welcher Seite was kommt. 11 Assists, 1 KMDD, 562 Damage. Also geht, kann man machen. Den werde ich wahrscheinlich auch forever so lassen. Also wenn der für Siebels rauskommt, hole ich mir noch einen, weil ich will das Ding unbedingt mit vielen Maschinen jetzt auch noch fahren. Und ich habe keinen Bock immer umzubauen, also von daher, ne? So schon ziemlich nice. Unser Glück, dass der Gegner halt, nachdem er die Mitte hatte, komplett ignoriert hat, dass wir dann auch hinter ihm dann nochmal herkommen könnten. Oder dass sie auch nicht zu Ende gepusht haben tatsächlich. Sie haben irgendwie, sie sind in der Mitte und sind dort geblieben und wurden von uns dann von der Seite her weggearbeitet und sind geflüchtet und haben dann auch ein paar zurückgelassen. Da ist dann oftmals so der Drops halt einfach gelutscht. Für alle, die jetzt gehen, danke fürs Zugucken. Der Rest hier, ne, im Schmöckerstündchen im MacLab. Ich meine, es sind keine großen Überraschungen. Da, wo es geht, steckt in der AP rein und dann möglichst viel Munition. Und fertig. Ja, und bei den Skills, Cooldown, Range, Heat Generation, weil es noch über war. Velocity auf jeden Fall in Magazinkapazität, dass die Projektile schnell zum Gegner fliegen. Mehr Mumpeln dabei. Panzerung, Geschwindigkeit. Und Cooldown und Heat Containment habe ich einfach mal belassen. Aber ich glaube, ich könnte vielleicht auf Radar Deprivation gehen, dass ich schneller raus bin aus dem Lock der Feinde. Weil temperaturtechnisch geht das Ding ja eigentlich locker klar. Das hier behalten wir, das sind mehr Strikes, aber hier die beiden Dinger natzen wir raus. Und dann einfach Radar Deprivation rein. Mal eben 10 Skillpunkte mitnehmen. Tick, 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 tick. Okay, okay. Apply. Yes, sir. So, und das ist so, wie ich das Ding aktuell aufgebaut habe. Also keine großen Wunder oder so dabei, sondern halt einfach das Offensichtliche. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.